Hallo, ich möchte euch für Star Wars Destiny eine Transportmöglichkeit präsentieren aus dem Hause Feldherr. Feldherr stellt schon seit Jahren für viele andere Systeme ebenfalls Transportsysteme her, in diesen schönen Taschen, in verschiedenen Größen und so weiter. Für Star Wars Destiny wird eine Mini Plus und eine Mini Tasche angeboten. Dieses hier ist die Mini Plus Tasche. Inwiefern sie sich unterscheidet, zeige ich euch jetzt gleich. Und es gibt insgesamt zwei Einlagen. Feldherr macht immer alles mit Schaumstoff, was natürlich dadurch ein wahnsinniges Sicherheit und Komfort für die Spielmaterial bietet. Und bietet zum einen diese Einlage an, in die sich 40 Würfel reinpassen. Feldherr macht oft oder bietet immer alles einzeln an und auch das Bundle. Einmal gibt es eben dieses Bundle, diese Mini-Plus-Tasche mit fünf dieser Einlagen, also insgesamt 200 Würfel zu 27 Euro. Und einmal die Mini-Tasche mit einer Deckeinlage, wie wir sie hier sehen. Ich habe diese einzeln noch zusätzlich erworben für 4,70 Euro ungefähr rum. In dem sich 24 Würfel passen, die Tokens und das Deck eben. Das lässt sich natürlich kombinieren. Ich habe jetzt halt eben vier Einlagen eingepackt in diese Mini-Plus-Tasche und eben ein Deck. Ich werde mir auf Dauer aber noch diese kleine Tasche kaufen, die Mini-Tasche, in denen sich dann zwei Decks reinpassen. Ja, die Qualität von Feldherr ist immer sehr gut. Also bisher habe ich noch nie zwar selber was von Feldherr besessen, aber von anderen Spielkollegen jede Menge Sachen gesehen und war immer begeistert. Bisher aber noch nicht so die Notwendigkeit bei mir gesehen, bei Destiny interessanterweise schon. Aber im Turnier wurde jetzt mir zwar gesagt, von einigen, dass sie es sehr extrem finden, einen Würfel einzeln drin zu haben, aber gerade das macht mir persönlich wahnsinnig Spaß und es ist für mich. Oder es ist auch allgemein die einzige logische Halterung, wenn man sie einzeln haben möchte, weil man bekommt sie wirklich leicht raus. Ich habe einen 3D-Drucker, habe sämtliche Dinge rumprobiert, aber man kommt eben nicht mehr so leicht an diesen Würfel ran. Dadurch, dass der Schaumstoff nachgibt, habe ich natürlich die Möglichkeit, diesen Würfel leicht rauszunehmen. Was der Platz angeht, reicht es für die erste Edition schön aus. Mir fehlen aktuell noch fünf doppelte Würfel. Wenn man es jetzt zum Beispiel macht wie ich, jede Farbe einzeln, alle blauen, allen roten, alle gelben Würfel und die grauen noch hinzufügt und alle neutralen nochmal für beide Seiten ein zweites Mal doppelt, reicht es wirklich genau aus. Ich glaube, bis auf einen Würfelplatz habe ich ausgerechnet. Ja, genau. Nee, sogar zwei Würfelplätze. Beziehungsweise, ja, genau. Und das sind dann eben vier Lagen und ein Deck. Dann wäre natürlich wieder Platz frei, aber man will ja alles, dass dann jeden Würfel eigentlich seinen eigenen Platz hat. Was gibt es noch dazu zu sagen? Qualität habe ich schon gesagt. Der Preis für die kleine Tasche mit zwei Einlagen liegt so ungefähr bei 21, 22 Euro und würde eben diese Deck und eine Würfel-Inlay beinhalten. Für mich war es jetzt einfach wichtig, dass ich doch die Möglichkeit habe, zwei diese Decks-Inlays dann zu haben, um dann die Tasche, die Mini-Tasche doppelt zu füllen, dass ich halt zwei Decks dabei habe und hier eben genügend Würfel für die Lagerung. Klar, mehr Editionen, mehr Inlays, die benötigt werden würden, aber die lassen sich auch einzeln kaufen. Wie gesagt, für 4,60 Euro, 70 rum. Und die würden sich ja dann auch in anderen Behältern lagern lassen als in dieser Tasche. Daher kann ich wirklich jedem ans Herz legen, sich ja hier zuzuschlagen. Und sei es auch nur das Deck. Ja, gut. Was die Tokens angeht, bin ich jetzt auch nicht so ganz begeistert. Ja, also ich habe außer den Tokens immer jetzt reingetan und zum Spielen schmeiße ich dann alle Tokens hier in die Deckmitte. Ja, die sind jetzt nicht so übersichtlich. Man könnte sie auch in die überschüssigen Würfel reinpacken und kämen dann auch ganz gut rein.
Wenn man natürlich jetzt hat, sich auf Dauer andere Tokens holt, ja, würden die schon auch reinpassen. Nicht unbedingt perfekt. Ich benutze auch Double Sleeved Karten, sprich Perfect Fit Hüllen und Dragon Shield Hüllen noch drumherum. Es macht das Ganze natürlich schon um wenig dicker und nicht gerade perfekt abschließend. Also wie man sieht, ja, es sind 3K, 4 Karten, die da ungefähr wegfallen. Aber schlussendlich, das sind Feinheiten. Es geht mir darum, dass ich wirklich leicht und einfach und schön vor allem meine doch mir wichtigen Würfel und Karten transportieren kann. Ich hoffe, vielleicht habe ich dem einen oder anderen geholfen, sich dafür zu entscheiden, da zuzuschlagen oder sich ja, eine Möglichkeit gefunden zu haben, wie man mit seinen Würfeln umgeht, weil das ist schon eine gewisse Herausforderung. Für Karten gibt es eine Menge, aber diese Würfel, ja, haben halt doch eine eigene Größe. Gut, bis dann.